Hallo, hier geht es um Leben ohne Krankheit. Wenn Sie diesem Video, diesem kurzen Video, bis zum Ende folgen, dann wissen Sie über eine hoffnungsvolle Chance Bescheid, wie Sie Ihre Lebensqualität verbessern können. Vielleicht ist es Ihr erster Schritt zu Leben ohne Krankheit, vielleicht aber beschäftigen Sie sich auch schon länger mit Ihrem Weg zum Ziel Leben ohne Krankheit. Vielleicht finden Sie über diese Hinweise die entscheidenden Annäherungen zu Ihrem Leben ohne Krankheit, zu schmerzfreiem Leben und eben zu einem glücklichen Leben fern von Beeinträchtigungen und Sorgen um Ihre Gesundheit. Ehe ich Ihnen aufzeige, wo wir eigentlich stehen, in unserer so bequem eingerichteten, industrialisierten Welt mit den vielen Annehmlichkeiten und welchen Preis wir dafür zahlen, gestalten Sie mir kurz, dass ich mich Ihnen vorstelle. Ich bin Dr. Werner Ulrich und ich helfe anderen Menschen, zu Leben ohne Krankheit zu kommen. Ich bin klinischer Strahlenphysiker und beschäftige mich schon lange mit dieser Thematik. Ich bin Geschäftsführer, ich bin Buchautor, Patentinhaber und der Entwickler vieler inaugurativen Methoden. In meinem Beruf als klinischer Strahlenphysiker habe ich über mein bisheriges, schon recht langes berufliches Leben in Krankenhäusern und Arztpraxen, in Kliniken und Universitäten sowie Akademien in enger Zusammenarbeit mit anderen Naturwissenschaftlern, Ärzten und Ingenieuren das Ziel verfolgt, erkrankten Menschen dabei zu helfen, dass sie wieder gesund werden. Es dauerte nicht lange, bis ich mich auch mit Präventionsmethoden beschäftigte. Bei Prävention geht es darum, dass die Menschen gar nicht erst krank werden. In meinem Umfeld der Radiologie, Strahlentherapie und Nuklearmedizin habe ich viel gesehen. Ich war mit dabei, moderne Methoden der Diagnostik und Therapie einzuführen, physikalisch-technisch zu ermöglichen. Einige Methoden habe ich auch selbst inauguriert. Stets ging es mir gemeinsam mit meinen medizinischen Mitstreitern darum, den Menschen zu helfen, sie bei ihrer Heilung zu unterstützen oder sie vor Erkrankungen zu bewahren. Mit Medizintechnik und Pharmazeutika leisten wir bis heute oft leider nur eine unzureichende Hilfe für die Patienten. In allzu vielen Fällen verlassen die Patienten die Arztpraxis, das Krankenhaus oder die Uniklinik selbst nach sehr aufwendigen medizinischen Handlungen, ohne dass ihnen auch nur spürbar geholfen werden konnte. Wir sehen in unserer westlichen industrialisierten Welt trotz hoher Kosten der Gesundheitssysteme, trotz großer finanzieller und personeller Aufwendungen für medizinische Forschung und unermüdliches Handeln des medizinischen Fachpersonals keinen messbaren Fortschritt bei der Eingrenzung oder Beseitigung der uns am meisten belastenden Erkrankungen. Somit bestehen weiterhin Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Todesursache Nummer 1, Krebs als Todesursache Nummer 2, Infektionskrankheiten als die häufigste Todesursache in deutschen Krankenhäusern und die mehr als 57% der erwachsenen Bevölkerung belastenden Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates. Trotz der Ausgabe von jährlich vielen Milliarden Euro für die medizinischen Maßnahmen kommen wir anscheinend nicht vom Fleck. Es hat eher den Eindruck, dass gerade die schweren Krankheitszahlen mit Krebs zunehmen. Dem auf den Grund zu gehen und Methoden und Mittel herauszufinden, das ist mein Ziel. Das zu verbessern, dazu sind täglich Tausende von Wissenschaftlern und Ärzten weltweit unermüdlich tätig, um mit ihrer Forschung zu helfen, dass die Krankheiten geheilt oder sogar vermieden werden können. Dabei legen sie ein rasantes Tempo vor. Alle 5 Jahre verdoppelt sich das weltweit verfügbare medizinische Wissen. Wie kann es nur sein, dass das sich nicht im Fortschritt zum Wohle der Menschen in der Praxis widerspiegelt? Trotz großer Fortschritte in der Wissenschaft verringert sich nicht die Anzahl der Krebskranken, sondern diese steigt. Fragen Sie einen Arzt, warum das so ist, dass Krebskranke mehr werden, wird stets geantwortet, dass das ein Tribut an die gewachsene Lebenserwartung wäre. Doch beobachten wir Völker,
deren Menschen eine wesentlich höhere Lebenserwartung haben, so stellen wir fest, dass es dort überhaupt keinen Krebs gibt, dass man oft dort überhaupt das Wort für Krebs nicht kennt in deren Sprache. Und machen wir eine wissenschaftliche Untersuchung, so stellen wir fest, dass weit über 100 Jahre nicht ein einziger Mensch im Kreise dieser Völker jemals an Krebs erkrankt ist. Sehen wir die häufig leider unbedachte und leichtfertige Verordnung von Antibiotika in unserem Lande. Der dadurch erzeugten Resistenzen scheinen wir nicht mehr Herr zu werden. Schon auf den Gipfeltreffen G8 und G20 ist das wiederholt ein Thema. Gelöst wurde das Problem jedoch noch nicht. Weiß man, dass die Gabe von Antibiotika darauf abzielt, gefährliche Bakterien im Menschen aufzuspüren und zu töten, so sollte man auch wissen, wie das geschieht. Die Bakterien werden über ihre Zellwände identifiziert für das Antibiotikum und vom Medikament Antibiotikum angegriffen, um sie zu zerstören. Doch vergessen wir nicht, dass Bakterien Lebewesen sind, die sich ganz intelligent davor schützen, selbst zerstört zu werden. Sie lassen ganz einfach ihre Zellwände weg und sind somit nicht mehr aufspürbar. Nicht mehr aufspürbar für das Antibiotikum, ist es also unwirksam, eine ziemlich schlimme Situation für die betroffenen Menschen. Noch viel schlimmer ist es, dass die natürliche Abwehr des Betroffenen auch außer Kraft gesetzt wird. Das Immunsystem, zuständig für die Abwehr gegenüber gefährlichen Bakterien, kann nun auch diese nicht mehr identifizieren. Sie kann sie nicht mehr erkennen. Das Immunsystem ist auch auf die Zellwände zur Erkennung der Erreger angewiesen. Doch diese gibt es nicht mehr, die Zellwände. Es gibt darüber hinaus noch andere Gründe, warum ein Medikament oder das menschliche Immunsystem gegenüber den Bakterien unwirksam ist. Kommt ein Mensch in eine solche Situation, von gefährlichen Bakterien oder anderen Parasiten angegriffen zu werden, so ist guter Rat teuer. Oder besser gesagt, es ist gut, wenn er wirksame Methoden kennt, um seine Lebensqualität zu verbessern, sein Leben zu retten. Diese geeigneten und wirksamen Methoden gibt es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit längst und sogar mehrfach. Man muss sie nur kennen. Man muss darüber Bescheid wissen. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Ein 60-jähriger Mann, nennen wir ihn Herrn Ette, kommt aufgrund langjährigen Diabetes mellitus zu einer Sepsis. Sie kennen sicher den Begriff offenes Bein. Das stellt sich bei zahlreichen Diabetikern nach Jahren ein und führt in Deutschland jährlich zu ca. 50.000 Amputationen der unteren Extremitäten. Eine bedrohliche Situation, damals auch für Herrn Ette, bei dem wegen des Versagens aller verabreichten Antibiotika nur noch die Möglichkeit der unverzüglichen Amputation des Beins in Erwägung gezogen wurde. Das offenkundige, unausweichliche schockte den Betroffenen und ängstigte ihn stark wegen der Aussicht, mit nur einem Bein weiterleben zu müssen. Zum Glück erinnerte sich sein Sohn, also der Sohn von Herrn Ette, an einen Vortrag von mir, in dem ich über eine Frequenzmethode sprach, mit der schädliche Parasiten, also auch Bakterien, vernichtet werden können. Nach einiger Diskussion des Patienten Ette mit dem Operateur des Krankenhauses, der schon die Amputation geplant hatte, wurde der Termin um eine Woche verschoben. Herr Ette wendete für nur wenige Minuten die einfach zu handhabende Methode der Frequenzanwendung nach Dr. Rife an und hoffte dann auf Erfolg. Und das mit Recht. Die nachfolgend getätigten Blutuntersuchungen zeigten völlige Freiheit von den lebensbedrohlichen Bakterien. Alle bedrohlichen Bakterien wurden offensichtlich durch die von ihm angewendeten Frequenzen zerstört. Der Termin zur Amputation wurde abgesagt, es gab auch keinen Grund mehr dafür. Herr Ette läuft noch heute, ca. 10 Jahre nach diesem erfreulichen Ereignis, auf seinen beiden Beinen durch die Welt. Wie schön für ihn, wieder Lebensqualität genießen zu können, dank der Erinnerung seines Sohnes an meinen Vortrag. Dieser Fall ist ein Beispiel für die Bedeutung des Wissens für unsere Lebensqualität. Wissen wir mehr, auch über die nicht in unserem Gesundheitswesen angebotenen Methoden,
So können wir den Bedrohungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Infektionserkrankungen, Krebs und Schmerzen im Stütz- und Bewegungsapparat anders begegnen und als Sieger daraus hervorgehen. Die rasante Entwicklung des weltweit verfügbaren Wissens mit der Verdopplung des Wissens alle 5 Jahre einerseits und das Beharren der Leistungskataloge der Krankenkassen andererseits sorgt Jahr für Jahr dafür, dass ein immer größerer und wachsender Anteil des Wissens keinen Einzug findet in unser Gesundheitssystem. Verfolgen Sie einfach rechnerisch die Entwicklung mit mir gemeinsam. Im Jahr 1985 wurden die Leistungskataloge der Kassensysteme aufgestellt und seitdem kaum erweitert. Schon 1990 war der Anteil nur 50% am weltweit verfügbaren medizinischen Wissen, denn 5 Jahre waren um. Rechnen Sie weiter mit einer Halbierung alle 5 Jahre, so kommen Sie im Jahre 2018 auf weniger als 2%. Die restlichen 98%, das ist also fast alles, werden den Versicherten und Patienten nicht angeboten, obwohl viele effektive, gefahrlose und meistens auch kostensparende Methoden dabei sind. Warum ist das so? Es gibt meines Erachtens mehrere Ursachen. Hoher Spezialisierungsgrad der Ärzte, fehlende Informationen, Eitelkeiten und Ignoranz gegenüber neuen Methoden gehören dazu. Die wichtigste Ursache für das strukturelle Defizit sehe ich jedoch in der Orientierung unseres Gesundheitssystems auf Profit. Aufgrund der Profitgier werden von den Mächtigen der sogenannten Leistungserbringer neue Verfahren nicht zugelassen und gegenüber den Patienten verschwiegen und verhindert. Viele der mir bekannten Methoden gegen die 4 Hauptbedrohungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Infektionserkrankungen und Schmerzen im Stütz- und Bewegungsapparat, sind viel kostengünstiger. Sie gefährden den Profit und werden somit nicht eingesetzt, wenn sie kostengünstiger sind. Denken Sie nur an den Profit mit Chemotherapeutika bei Krebs. Der Umsatz damit beträgt jährlich ca. 300 Milliarden US-Dollar weltweit. Das ist eine für mich unvorstellbare Summe. Der dahinterstehende Profit wird erhalten, wenn andere Methoden nicht zur Anwendung kommen, die preiswert und eventuell vielleicht sogar hilfreicher für die Patienten sind. So finden wir leider fast überall die Unvereinbarkeit zwischen Gesundheit und Profit. Wer glaubt, dass sich das in absehbarer Zeit ändern wird, den muss ich enttäuschen. Die Macht der Profiteure im Gesundheitswesen in diesem Land ist so groß, dass eine Änderung für die Gesellschaft nicht in Aussicht steht. Doch jeder kann das individuell für sich ändern. Lassen Sie sich über die bisher Ihnen nicht bekannten Methoden für Leben ohne Krankheit informieren. Ich weiß, dass das für den Einzelnen schier unmöglich ist, sich durch das unübersichtliche Informationsangebot medizinischer Methoden durchzuarbeiten. Und wenn Sie etwas vorangekommen sind, ist es wie beim Wettlauf zwischen Hase und Igel. Sie kommen mit nur eigener Informationsbeschaffung nicht zu dem notwendigen Wissen. Sie brauchen dazu Hilfe. Ich helfe Ihnen gern. Mit den mit mir kooperierenden Ärzten, Ingenieuren, Naturwissenschaftlern und anderen an Gesundheit interessierten Menschen sichte ich Informationen und gebe sie ihnen aufbereitet weiter. Es geht immer um Methoden, die so gut wie keine Nebenwirkungen, Gefahren zu Folgeerkrankungen und auch keine Schmerzen verursachen. Weiterhin sind diese Methoden aufgrund dessen häufig durch sie selbst gefahrlos anzuwenden. Letzteres hat Bedeutung, wenn in Ihrem Umkreis Ärzte und Therapeuten diese Methode nicht anbieten. Das ist der Vorteil von Methoden ohne Gefahren. Sie können sie selbst anwenden, ja ausprobieren. Und ergibt sich daraus mal kein Erfolg, so stehen Ihnen die herkömmlichen angebotenen Methoden des Gesundheitswesens noch immer zur Verfügung, leider jedoch mit den bekannten Risiken und Gefahren. Wie werden Sie laufend informiert? Das geschieht mit meinem Informationsdienst AdelSmart über das Internet. Alle 4 Bereiche berücksichtige ich in meinen Beiträgen, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Infektionserkrankungen und Schmerzen im Stütz- und Bewegungsapparat.
Meine Informationen sind keine ärztlichen Beratungen, denn ich bin klinischer Strahlenphysiker und nicht Arzt. Den Arztbesuch empfehle ich Ihnen in jedem Fall, wenn sich eine Erkrankung andeutet. Den kann meine Information nicht ersetzen. Ich kann Sie jedoch sehr gut methodisch informieren. Daraus können Sie lebenswichtigen Nutzen ziehen. Stellen Sie sich vor, Sie erkranken und wissen viel besser Bescheid als jetzt. Oder stellen Sie sich vor, Sie wissen besser Bescheid als jetzt und können bedrohliche Erkrankungen vermeiden. So haben Abonnenten meines Informationsdienstes beispielsweise Wissen über ein einfaches Vorkommen beim Aufkommen von Erkältung oder grippalem Infekt. Für Sie, die wissenden Abonnenten von Abel Smart, ist es denkbar einfach, einen aufkommenden Infekt innerhalb weniger Minuten abzuwehren. Das passiert mit Agil Care, einem von jedermann gefahrlos einzusetzenden Verfahren, was nur wenige Minuten dauert. Diese Personen, die über Agil Care Bescheid wissen und es im Bedarfsfall einsetzen, haben keinen Arbeitsausfall durch Erkältung oder Grippe. Familien oder informierte mittelständische Unternehmen haben sich Agil Care angeschafft und hatten schon über Jahre bis heute keinen Ausfall mehr durch Erkältung oder Grippe. Aber das ist nur ein Beispiel. Werden Sie Abonnent von Agil Smart, erweitern Sie Ihr Wissen für bessere Lebensqualität, für Leben ohne Krankheit. Wenn Sie dem Informationsdienst Agil Smart folgen, kommen Sie relativ schnell zu wahrer Freiheit. Dann können Sie im Fall der Fälle mit Sachkenntnis entscheiden, was zu tun ist für Leben ohne Krankheit. Melden Sie sich bitte bei Agil Smart als Abonnent an. Mit nur einem Euro im ersten Monat verfügen Sie bereits über den vollen Zugriff zum bisher aufgebauten Wissensvolumen in Agil Smart. Das sind jetzt über 110 Beiträge. Diese werden ständig erweitert und keine Angst vor den Verpflichtungen des Abonnements. Es ist jederzeit fristlos kündbar. Im ersten Monat kostet es 1 Euro, in den folgenden Monaten dann 7 Euro. Mit dem finanziellen Risiko 1 Euros können Sie mal schnuppern. Auf dem Wege zu Leben ohne Krankheit begleite ich Sie gern. Klicken Sie hier mit Ihrer Computermaus auf zur Bestellung. Und übrigens, Ihr Wissen wird entsprechend Ihrer Ausgangssituation durch Agil Smart geeignet aufgebaut. Sie werden entsprechend Ihrer Vorbildung mit Wissen versorgt. So sind in der jetzigen Community der Agil Smart Abonnenten 50% medizinische Laien, aber auch 50% medizinische Fachleute. Klicken Sie jetzt auf den Button zur Bestellung. Ich freue mich auf Sie in Agil Smart.